So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Wir müssen immer noch einen Community Raid machen. Wir haben Raikou schon gemacht, wir haben Suicune schon gemacht. Wir müssen die dritte Raubkatze, oder wie manche sagen, den dritten Hund noch machen. Was sind das für euch? Raubkatzen, sind das Hunde? Man weiß es nicht genau. Passend, dass es der dritte ist, habe ich diesmal auch drei Beutel mit Windeln. Weil Jonas kommt jetzt in die Brei-Phase, das heißt, der nuckelt zwar immer noch an der Zitze, aber der macht jetzt nicht nur Brei oben rein, sondern auch ganz viel nach unten raus. Deswegen wird das immer mehr. Das ist richtig genial. Entei ist halt jetzt am schwierigsten. Erstmal für mich. Warte mal, erstmal hier die Windeln fort. Zack. Entei ist am schwierigsten, weil normal ist ein Raid-Boss da. Du weißt, es geht ein Fünfer auf. Du kannst dahin in Ruhe. Und es kommt einfach das eine Ding raus. Bei drei Dingern ist es richtig kompliziert, weil beim ersten gehst du hin und egal welcher drin ist, du machst den. Beim zweiten, nächsten Tag, denkst du dir, okay, es könnte sein, dass einer von den anderen zwei drin ist oder es ist halt wieder der erste, haben wir Glück gehabt, kam direkt zu Ikun. Jetzt bei Entei, ich habe zwei Tage Zeit, weil ich ein Video Vorlauf habe, Entei zu finden. Und es gehen gefühlt wieder mal gar keine Raids auf oder andere Raids. Und vorhin ist ein Fünfer aufgegangen, war auch wieder Suicune drin. Jetzt ist wieder leer. Mal gucken, ob ich es schaffe. Wir müssen eh in die Stadt einkaufen, Wege erledigen. Keine Ahnung. So, weil Marie bald Geburtstag hat, müssen wir natürlich noch ein bisschen Schnickschnack besorgen im Teddy. In der Zeit wartet man natürlich, dass der Raid aufgeht. Und weil die im Teddy immer keine richtig krassen Wegen haben, habe ich mir jetzt einfach hier diesen Profi-Baumarkt-Wagen geholt. Denn da passt die Schale richtig gut drauf. Jonas, Schatz, alles Gute. Was ist denn da oben? Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier rein und gucken mal, ob wir irgendwas Cooles finden. Vielleicht gibt es hier ja diese Alien Invasion Drinks, die ich die ganze Zeit schon suche. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt das passende Pokémon-Outfit gefunden. Bruder, Digga, guck dir das an. 22 Euro in der Yandex, ihr habt doch echt eine Meise. Das hat nichts mit einer Yandex zu tun. Was ich aber gut finde, für die Erwachsenen gibt es hier wirklich dieses Bierpong-Set. Das habe ich im Urlaub auch gesehen, hat noch nie jemand mit mir gemacht. Und wenn ihr eure Kinder schon früh den Alkohol zuführen wollt, dann nehmt dieses Miniset Bierpong. Das ist nämlich viel lustiger, da tust du dann einen kleinen Taschenrutscher rein. Hier gibt es so eine offizielle Hannes-Maske, ne? Hannes Black. Also wenn der Hannes nachts immer aufwacht und gar nicht weiß, wo er ist, sieht er auch immer so aus. Das ist ja auch offizielles Katzenspielzeug, ja? So ein riesen Oschi. Ich dachte, er ist für Hunde. Eine Bierflasche, die quietscht, warum nicht? Auch an Tiere ist gedacht. Das wiederum finde ich irgendwie genial. Ein Controller, der eigentlich nur noch so eine Blechdose ist, wo ihr hier Kekse rein tun könnt. Fürs Zocken zwischendurch. Obwohl, die Tonnen hier finde ich ja auch irgendwie cool. So kleine Tischmülleimer als gelbe Tonne. Als grüne Tonne. Macht da aber bitte keinen Bioabfall rein hier, ja. Oh, ich schaffe mein Essen nicht mehr. Einfach da rein und dann auf dem Tisch stehen lassen. Das ist nicht so cool. Hier für Plastik, genial. Die kostet 1,55. Aber braucht man halt eigentlich nicht. Obwohl, wenn du Wrestling-Figuren hast, nimmst du das mit und dann hauen die sich die gegenseitig. Das wär's fürs Wrestling. Und das fand ich auch cool, das habe ich auch im Urlaub gesehen. Hier diese Würmer, einen Topf, ja, in der Dose, in der Blechdose, was halt einfach nur so Fruchtgummi-Würmer sind. Und da gibt's, pass auf, in dieser blauen Dose, ihr seht schon, da ist ein Hai drauf, Haifischhappen. Und da sind kleine Gummihaie drin in blau mit weißem Bauch. Die fand ich cool, die habe ich, glaube ich, mitgenommen. Das hat es aber nicht ins Video geschafft. 3 Euro, daran kann ich mich nicht erinnern. Was ich hier sehe, das sind wieder diese komischen Dreh- und Drinks. Die Multifrucht-Katze kennen wir ja, den Himbeerhund kennen wir. Wir haben letztens die Dreh- und Trinkmaß gemacht, aber die Sorte war nicht dabei. Das ist das Holunder-Nilpferd. Guck dir das an. Das Holunder-Nilpferd. Und hier im Schrank habe ich es jetzt gefunden. Kurz vorm Ausgang. Da ist ein Hannes sein Lieblingsgetränk. Zombie Attack. Da gibt es 4 verschiedene. Ihr seht hier ja auch nochmal Space Cat. Jungle Mania gibt es noch und Alien Invasion. Aber Alien Invasion ist wieder nicht dabei.
Das müssten die zwei seltensten Sorten sein. Wenn ihr die kennt, Alien Invasion, brauche ich unbedingt. So, Pupsi hat natürlich Geschenkpapier vergessen. Das heißt, weil es eh warm ist, habe ich erstmal den Pullover fort. Werden wir jetzt hier diesen Dreh- und Trink gönnen. Immer noch drauf zu warten, dass irgendwo ein Entei aufgeht. Auf die Kappe, weg damit. Gut, Rest ist noch drin, aber schmeckt unglaublich genial. Holunder, hätte ich gar nicht erkannt, dass das Holunder sein soll. Schmeckt irgendwie wie so nach einer Beere, Johannisbeere oder irgendwas. Aber auf jeden Fall cool. Der hat gefehlt. Der hätte bei der Dreh- und Trinkmaß noch dabei sein müssen. So, wir werden es nicht glauben, wir haben es gefunden. Ein Entei in Hildburghausen. Benennt die App einfach um statt Pokémon Go. Pokémon Drive. Am Ende der Welt in so einer kleinen Sackgasse bei so einem komischen kleinen Häuschen hier gelandet. Da geht's auch wieder runter, da ist dann die Hauptstraße. Und hier ist eine Arena, die heißt irgendwas mit Vater und Sohn oder Sohn und Vater. Und da ist jetzt ein Entei aufgegangen und da musst du unter Zeitdruck schnell gucken, dass du bis dahin kommst mit dem Auto. Du fährst ja 20 Minuten und hast jetzt 10 Minuten Zeit, kurz die Leute zu adden, Intro zu filmen, zu machen. Zu Fuß würdest du das niemals schaffen. Aber es zwingt einen ja auch keiner, von jedem einen Community-Raid zu machen. Reicht ja, wenn man als YouTuber die Infografik postet, was die Kondas sind, dann sind die Leute ja zufrieden, aber der Ramses will immer ein bisschen mehr. Ich guck mal, dass ich mich jetzt vielleicht hier vorne an den Zaun dranhänge und dann zeigen wir euch, was die Kondas sind, was die Hunderterwerte sind und wen wir überhaupt einladen. So, Pupsi hat mich nur mal kurz aufgeklärt. Die Arena ist das Haus, das Fachwerkhaus da gegenüber. Gemälde Vater und Sohn. Reich mal hier so ein Haus ein bei Wayfarer. Du wirst gebannt, du wirst abgelehnt, du kriegst eine auf den Sack. Da ist so ein fetter Zaun davor, das ist so weit drin reingerutscht. Das ist privat sicherlich alles. Da ist Klingel, da ist Hausnummer. Du stehst hier ja auf der anderen Straße und raidest, ne? Weil du kommst ja ran. Aber jeder Idiot würde das ablehnen und würde sagen, nö, das ist privat. Das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. So, es ist 43. Das ist die Arena. Leon, Maurice und du seid jetzt gute Freunde. Seid jetzt überhaupt befreundet. Jetzt haben sie nämlich noch zwei eingetragen. Ich gehe mal kurz hier in den Community-Tab auf YouTube. Da poste ich ja immer den Community-Raid beim Wechsel, vom Raid-Boss-Wechsel. Beim Wechsel, wenn der Raid-Boss wechselt, poste ich den Wechsel immer da rein. Ich habe immer noch die Infografiken hier dazu, die Konda-Listen. Raikou haben wir gemacht. Wir haben hier Suicune gemacht. Entei ist am Start. 1984, 2480. Es ist vom Typ Feuer. Ihr nehmt am besten also Boden. Ihr nehmt Gestein. Ihr nehmt Wasser. Es zeigt euch hier die Mega-Entwicklungen an. Es zeigt euch Kryptos an. Allgemeine Konda. Kyoko wäre natürlich richtig gut. Ramaidon. Groudon, Rihonyor, Kingler. Kingler ist wieder am Start und unterschätzt Kingler nicht als Wasserangreifer. Wer kein Kyogre hat, nehmt Kingler. Aber nehmt halt Wasser, Boden und halt Gestein. So, hier habe ich den gepostet für 45 und da haben sich auch Leute eingetragen, die eingeladen werden wollen. Manche musste ich noch adden. Gehen wir mal auf Neueste zuerst. Wir haben hier Svegodat, Genaya, Henry Niki, Pogehanda, Ichtodomo, Go, Pogomanu, Vichy Rock, Matze und Leon Maurice. Jetzt ist es auch 45, das heißt, ich werde jetzt einfach hier drauf gehen. Diesmal werde ich öffentlich reingehen, weil ich glaube, wir sind so weit am Arsch der Welt. Da brauchst du keine private Gruppe machen. Werf mal den Pass ein, mach mal so, schmeiß mal hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt habe ich natürlich Leon eingegeben und ein Komma gemacht für Leon Maurice. Aber ich sehe, da sind schon zwei andere Leon drin. Leon der Heftige, Leon Petz. Was ist da wieder los? Muss ich mir gleich mal angucken. Ich muss jetzt eh warten. Letztens hat auch wieder einer gefragt, wie konntest du denn 10 Leute einladen? Wenn ihr 5 Leute direkt zu Beginn einlade, dann ist der Button grau. Ihr seht jetzt hier, ich kann nicht einladen. Der Button ist grau. Wer genau hinguckt, wird merken nach einer Zeit, wird er aber wieder jetzt farbig, der leuchtet wieder und jetzt kann man eben nochmal 5 Leute einladen. Jetzt muss ich nur hier gucken, Beachy Rock und Henry Niki sind 2. 2 Leute haben wahrscheinlich ihre Freundschaftsanfrage nicht angenommen oder ich habe was verkackt.
Guck mal, Mofogga gestern konnte ich nicht einladen, der hatte nicht angenommen, deswegen ist er immer noch bei 0. Ich gebe nochmal hier ein, schau nochmal. GoPro eingeladen, Leon Maurice eingeladen, Pokehanda, Shenaya, Matze, DJ Rock, Henry Niki. Ichtudomo fehlt, glaube ich. Ichtudomo fehlt und Svegodat fehlt, glaube ich, auch. Ich kann es gleich nochmal probieren. Nochmal hier rein. Nochmal schauen, weil noch kann ich einladen. Jetzt gleich nicht mehr bei 30 Sekunden. Nee, ist leider nicht mehr Auswahl da. Wir haben jetzt hier eine Rihonyo-Armee, ein Ramaidon und Despoda ist auch da mit Gesteinsattacken, also Katapult, Steinkante. Katapult ist ja die C-Day-Attacke gewesen, die er als Quick-Move hatte. 4 von 10 bereit. Wer ist sonst noch so da? Mäusekind ist am Start. Gucken wir mal hier hinten rein, ob wir jemanden nicht kennen. Ramses Shadow, das ehrt mich immer wieder. Ein roter Account, Ramses Shadow, danke dafür. Pupsi muss jetzt mit ihrem zweiten Account spielen, weil die letzten Tage hat sie mich immer mit ihrem Super Sani unterstützt, aber der hat jetzt auf einmal 30 Tage bekommen. Und das wirklich unverdient, weil sie gar nichts gemacht hatte. Sie hatte 7 Tage bekommen nach dem Go-Fest, hat gedacht, ich schwitze das aus, ich sitze das aus. Ist jeden Tag jetzt mitgegangen, mal bei einem Raid oder so zu machen. Und jetzt, nachdem eine Woche nach dem 7-Tage-Bann Ruhe war, schmeißen die halt nochmal 30 hinterher und sagen, ach wisst ihr was, wir hauen noch einen drauf, deswegen. Aber von Hyretin habe ich auch wieder was gelesen, also man weiß echt nicht, was momentan los ist mit Niantic. Die einen werden gebannt wegen Wayfarer, die anderen wegen Routen, die anderen einfach so, da wird halt gewürfelt und gemacht bei manchen. Ich finde es ja trotzdem, wenn jemand was macht, was nicht gut ist und er kriegt dann halt einen Strike und dann macht er nichts mehr, ist doch okay. Aber warum sagt man denn, ey, du hast damals was gemacht? Wir knallen hier gleich 3 Strikes mit einmal rein. Also wenn es mit einmal ist, okay, aber wieso? Wir striken dich. Du hast nichts mehr gemacht, aber wir striken dich halt jetzt einfach nochmal. Also das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ich kann alles nachvollziehen, bei mir auch. Ich kann überall alles, aber das kann ich nicht. So, Entei ist natürlich auch als Shiny verfügbar. Wir gucken mal hier drauf. 1938 hat der hier. 1955 hat der hier und ist sogar shiny auf dem Ivermilde-Count. Du hast was, 22? Ja. Wir üben mal einen einfach fabelhaften Wurf, haben daneben geworfen. Das ist sehr schade, denn er ist leider jetzt schon drin und ist shiny. Irgendwas, ich muss mal gucken, wie viel hier die Feuerwirbel, Feuersturm. Wir bewerten mal 15 Angriff, 15, 11, 13. Das ist Shiny Entei. Wie das Richtige ausgesehen hat, habt ihr ja gerade gesehen. Das ist das Shiny. Habt ihr auch schon ein Shiny? Schreibt es mir in die Kommentare. Das aus dem Daily Pass. Seitdem die da sind, ein Entei gemacht. Shiny, aber ja, ich kann ja mal ganz kurz gucken, bei dem überhaupt, was das beste Entei ist, was der hier hat. Wenn wir nach WP gehen, 84. Ja, das ist richtig schlecht. Das ist aber auch von 2017. Und ohne Wetterbrust 14 noch was. Was sind das für welche? Gefangen, Hildburghausen, 14 noch was, 15 von 2018. Das sind alles halt die kleinen Accounts, die halt, naja, von Anfang an mitgelaufen sind, die alle hier Münzen gesammelt haben. 42.000 Münzen ohne Aufladen, nur durchs tägliche Arenen setzen. Rechnet mal aus, wie viel du dann in Arenen sitzen musstest, wie viele Tage, wie viele Jahre, um das zusammenzukriegen. Ansonsten mache ich mit dem nichts. Ich warte, dass Habanero zurückkommt und dann war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Jetzt hat der Ichtudomo auch angenommen, sehe ich. Wir fahren jetzt heim. Und dann mache ich das zurecht und dann habe ich erstmal wieder ein paar Tage Ruhe. Was machst du da wieder mit der Nuss? Mit der Fummelnuss? Ach Mann, ich sehe nichts, der Bildschirm ist aus. Jonas, ich kann so oft hier drauf drücken, wie ich will. Es geht irgendwie nicht an und ich weiß nicht warum. Das heißt, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Siehst du was? Siehst du was? Vorne sieht man es, hinten sieht man es nicht. Cooles braunes Tor übrigens hinter mir.